Begonnen hat auch die Qualifikation im Hochsprung der Frauen. Dieses Unternehmen wird nicht ganz so lange dauern wie die Qualifikation der Stabhochspringer, aber es ist wie so oft ein ziemlich großes Feld. Und wir haben im Bild Claudia Ellinger Stiefel, die in Heilbronn in Deutschland lebt und von einem Schweizer quasi per Telefon trainiert wird, von Christian Müller. Ab und zu treffen sich die beiden in Sindelfingen, um die Technik ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ja, aber die Entscheidungen haben natürlich Vorrang. Weitsprung. Es beginnt, oder es begann, muss man sagen, Helga Radke, die ja hier Doppelstarterin ist. Die deutsche Rekordhalterin im Dreisprung. Und auch im Weitsprung, da ist sie ja schon einmal über 7 Meter gesprungen. 1,75 Meter für die Schweizerin. Das wird natürlich jetzt ein bisschen problematisch, denn die Sprunganlage, die Anlaufspur, Anlaufbahn der Hochspringerin kreuzt sich exakt mit der Anlaufbahn der Weitspringerinnen. Und da muss es jetzt auch für die Kampfrichter heißen, Achtung, Vorsicht, aufpassen, dass da nicht schief geht. 1,86 hat sie in diesem Jahr erzielt. Claudia Ellinger-Stiefel, die Schweizerin. Mit 6,40 Metern eröffnete die ehemalige Rostockerin, die ja jetzt für Quelle Fürth startet, Helga Radke, die 31-Jährige, den Wettkampf. Corinne Ringo aus Frankreich kommt oder ist zu Hause in der Nähe von Paris. Ihre Bestleistungen in der Halle und im Freien differieren kaum. Sie ist gut für 6,50 Meter, viel mehr sicherlich nicht. Desislava Alexandrova aus Bulgarien. Und 6,30 Meter für die Französin Corinne Erringo. Es geht hier im Hochsprung erst einmal nur um die Qualifikation. Das sei dazugefügt. 1,91 ist die Qualifikationshöhe. Sollten, wie gehabt, nicht alle diese Qualifikationshöhe packen, dann wird das Feld auf 12 aufgefüllt. Jahre alt. Die 6,99 Meter sind der Hallenlandesrekord. 7,14 Meter sprang sie 92 im Freien. Olympia Vierte. Ungültiger Versuch. Die nächste ist Agata Kaczmarek aus Polen. Die Situation im Weitspringen ist durchschaubar, aber wir schauen erst zum Hochsprung. Das ist die jüngste Teilnehmerin bei diesen Europameisterschaften. Das ist die erst 17-jährige Emily Fardisch aus Schweden. ,75 natürlich auch für sie ist das überhaupt kein Problem. Andere werden erst etwas später einsteigen. Sie ist in diesem Jahr immerhin schon 1,87 gesprungen. Da ist sie, die Startnummer 257, Agata Kaczmarek. Wir werden uns einrichten auf ein Wechselspiel der Kameras zwischen weit und hoch. Den Gedanken, den ich anschnitt, den möchte ich aber schnell noch zu Ende bringen. Die Situation ist und bleibt übersichtlich im Weitsprung. Lediglich Heike Drechsler hat ihr Leistungsvermögen gehalten oder gar noch verbessert, stellenweise, währenddessen die meisten Springerinnen doch stagnieren. Damit müssen wir leben und das wird sicherlich dieser Wettkampf auch belegen.
Maria Lindholm. Britta Bilac, die Slowenin, die 2-Meter-Springerin, hat sich natürlich diese 1,75 erstmal geschenkt. Das ist eine Kinderei. Dann ist das für eine Weltklasse-Hochspringerin. Ja, mit Verlaub gesagt, das ist allerdings ein bisschen albern, eine Zeitlupe der Schweden über 1,75 einzuspielen. In der Zwischenzeit ist Claudia Gerhardt gesprungen, die dritte der deutschen Meisterschaften, und das ist schlichtweg eine Entscheidung. Also das muss nicht sein. Die Weite habe ich noch nicht von Claudia Gerhardt. 6,45 Meter waren ja Helga Radke und sie ex aequo gesprungen. Aber den besseren zweiten Versuch bei den deutschen Hallenmeisterschaften, den hatte Helga Radke, deshalb zweite und dritte. Und 6,19 Meter die Leistung für Claudia Gerhardt. Niki Bakogiani aus Griechenland. Wer hier teilnimmt bei diesen Europameisterschaften, das ist natürlich auch klar, für den sollten 1,75 nicht mehr sein als eine Aufwärmübung. Aber bei der Qualifikationshöhe von 1,91 war jetzt dann schon etwas interessanter. Das wäre zum Beispiel gewesen die persönliche Besthöhe auch der eben gesehenen Springerin aus Griechenland. Wenn Ludmila Galkina 6,76 Meter weit springt, dann wäre das auch persönliche Bestweite. Aber das muss sie sich zumindest aufheben. Ungültig. Und wie? Da stimmte nichts, überhaupt nichts. Aus Belgien kommt diese Dame, Sabrina Deleuve. 19 Jahre. Steckt noch viel Luft dazwischen, natürlich bei einer Höhe von 1,94, die sie in diesem Jahr schon erzielte. Renata Nielsen, die Überraschungsdritte, ohne ihr zu nahe zu treten, so darf man das sicher bezeichnen, die Überraschungsdritte von Stuttgart, von den Freiluft-Weltmeisterschaften. Sie kommt in dieser Hallensaison nicht so recht in Form, hat einige Meetings bestritten, ist dort fast untergebuttert worden und hier in der Qualifikation gerade so als Zwölfte noch in den eigentlichen Wettkampf gerutscht. Aber vielleicht platzt der Knoten jetzt beim nächsten Sprung, denn dieser ist auch erst einmal verschenkt, weil ungültig. Am meisten haben die Kampfrichter zu tun, die Plastestreifen auszuwechseln. Nach 7 Springerinnen und natürlich dem Einspringen liegt dort schon ein ganzer Stapel. Der Vorrat reicht natürlich, aber Laura Sharp aus Irland, die erste, die jetzt reist. Vielleicht hätte sie sich die Trainingshose doch ausziehen sollen. Aber 10 Meter höher und dann ist sie schon bei ihrem Leistungspotenzial angelangt, mehr hat sie auch mal nach vorne gestreckt. So, nun wieder Weitspringen. Auch hier, leider ist das international so üblich geworden, dass man auch Vorläufe nicht unterbricht. Es wäre gegangen, denn Heike Drechsler ist bereits gesprungen, 6,82 Meter im ersten Versuch. Und ich sehe im Moment kaum eine Athletin, die hier noch weiter springt, im Moment jedenfalls nicht. Möglicherweise hätte das schon gereicht, um Europameisterin zu werden. Inessa Krawitz ungültig. Aber ich bin auch guter Hoffnung, dass wir im Verlauf des Weitspringens diese Entscheidung noch ausführlicher auch auf die Jenaerin
eingehen können, denn sie hat es wahrlich verdient. Aha, hier wird der Sprung nachgereicht. Heike Drechsler, diese 6 Meter und 82 sind, glaube ich, ihre 6. Europameisterschaften. Bei den letzten 3 Titelkämpfen war sie nicht dabei, in Genua nicht, in Glasgow nicht, auch in Den Haag nicht. In Budapest startete sie zuletzt bei Hallen-Europameisterschaften und da gewann sie. Ihre internationale Karriere, die 1981 mit dem Gewinn des Junioren-Europameistertitels begann. Der Dauerbrenner, wie ihr Leistungsvermögen gehalten hat. Es ist zuweilen, um nicht zu sagen langweilig, nein, das ist es nicht. Aber man weiß im Weitspringen schlichtweg schon vorher, was passieren wird. Och, da hat Nico Mocibon einen Mordsdusel gehabt. Und zum Weitsprung. Ja, Mirea Dulgheru aus Rumänien. Begradigung des Resultats. Heike Drechsler, 6,82, war noch nicht beim zweiten Ablauf dran. Okidu, die Italienerin mit Hausrekord 6,69. Zweiter Moment. Dann Jelena Sinchukova, 6,44. Und dann Helga Radke, die im zweiten Durchgang etwas kürzer gesprungen ist. 6 Meter und 28. Marietta Ilku ist nicht am Start. Das heißt aber nicht, dass sie ihre Laufbahn beendet hat. Wir werden sie in der Freiluftsaison wiedersehen. Marietta Ilku noch erfahrener, noch länger dabei als diese Springerin, als Marietta Dulgheru. Die auch bei den deutschen Meisterschaften war, da war, dass es an dem nötigen Ehrgeiz fehlt in der weiteren sportlichen Laufbahn. Das kann passieren, aber das hoffen wir auch für den Marco Runge nicht, dass ein derartiger Effekt eintritt. Dazu gibt es auch keinen Grund. Valentina Godowska aus Lettland. Die Qualifikations geht weiter, 1,80 im Hochsprung, jetzt zum Weitsprung. Ja, Ludmila Ninova auf die 33-jährige Österreicherin bulgarischer Abstammung oder Herkunft habe ich regelrecht gewartet. Denn es gibt Zoff im österreichischen Verband. Harry Ettlitzberger, ihr Freund und Trainer, ist schlichtweg suspendiert, seit einem Jahr ohne Job. Klagt auf 70.000 Mark Gelder, die ihm noch zustehen würden. Und der österreichische Verband nimmt das gar nicht zur Kenntnis. Nun ist er weiterhin mit Ludmilla unterwegs. Um hier dabei zu sein, hat er sich schlichtweg als Delegationsleiter von Kroatien akkreditieren lassen. Und das passt natürlich einigen in unserem Nachbarland nicht. Unser Nachbarland sage ich jetzt aus der Sicht des deutschen Kommentators. Und mal sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Auf jeden Fall ist sie interessant genug. Die Weite von Ludmila Ninova wollen wir aber deshalb nicht unterschlagen. 6,45 Meter im Moment die 5. Position. Drechsler, Ukedu, Dulgheru, Kaczmarek. Weit noch einmal 6,82, 6,69, 61, 60, 45, 44. Helga Radke ist auf Platz 7 zurückgefallen. Heike Drechsler, die klarste Favoritin, so wie Colin Jackson der klarste Favorit ist. Sie gewinnt in der letzten Zeit ihre Wettbewerbe fast wie sie will. Ihre Niederlagen, das heißt fast Erbsenzählen in Sestriere, kam sie mit dem Wind nicht zurecht, verlor da gegen Susan Tietke, aber das ist kaum erwähnenswert. Immer wenn es drauf ankommt, dann ist sie da. Man wünschte ihr nur außerhalb der Sprunggrube zuweilen vielleicht auch ein bisschen mehr Souveränität, wenn es darum geht, auch zu fahren, Stellung zu nehmen, die viele der ostdeutschen Leichtathleten betroffen hat. Mal ein klärendes Wort, eine kleine Entschuldigung. Sie würde mit Sicherheit keinen ihrer vielen Fans verlieren. Sie ist die größte. Sabrina Deleuw aus Belgien im Hochsprung, Sprunghöhe 1,80 Meter. Es bleibt eine Weite nachzutragen, eine wichtige Weite, denke ich mal. Ines Hakrawitz, sie war noch ganz kurz im Bild, bevor wir kurz
aus der Halle schalteten. Inessa Krawitz 6,72 Meter. Damit liegt sie also hinter Heike Drechsler, die mit ihren 6,99 unangefochten an der Spitze liegt. Die Italienerin Ukedu mit 6,69 auf dem Bronzeplatz. Und der ist zwar noch nicht zementiert, aber da hat sie doch gute, gute Chancen mit dieser persönlichen Bestleistung. Für Heike Drechsler geht es ganz bestimmt jetzt darum, die 7-Meter-Marke zu knacken. Sie hat, was ihre Motivation angeht, immer zwei Gesichtspunkte. Einmal ist das natürlich der Sieg und dann die Siegweite. Die Polin. Auch seit 10 Jahren ist sie international im Geschäft, ist sie dabei. 88, 6,97, das war das Beste, was sie in der Freiluft leisten konnte. Bei den deutschen Meisterschaften zum Beispiel gab es 19,30 Meter für den guten Johnny. Und jetzt 3 cm dazu. Susanna Kokachivokova aus der Tschechischen Republik. Wird sie springen, wird sie nicht springen? Ja, Kovacikova. 1,80 auch für sie, 1,75 waren logischerweise auch da. Kein großes Problem. Susanna der Wagler und trotzdem scheint die Sonne als Symbol auf den elektronischen Anzeigentafeln. Lyudmila Galkina, die WM-Fünfte. Ganz bestimmt anschauenswert. Damit meinen wir nicht nur den Versuch, den sie absolvieren wird. Auch wie die Polin Anna Kaczmarek in diesem Jahr 6,67 Meter. Galina Czistiakova, die Freiluft-Weltrekordhalterin, die ja auch zweimal hintereinander Hallen-Europameisterin war. Das war in Glasgow und davor in Den Haag. Sie ist in den Weitsprung-Konkurrenzen kaum noch präsent, weil, wenn überhaupt, sie drei springt. Das ist Sieglinde Kardusz aus Chur. 1,80 ganz klar übersprungen. Für sie ist es wichtig, dass sie den Wettkampf durchzieht nach vielen, vielen Verletzungsproblemen. Schweizer Rekordhalterin mit 1,91. Für Galkina. Die nächste Springerin wäre schon nicht ganz unwichtig. Das ist nämlich Renata Nielsen, die WM-Dritte, die zweimal ungültig gesprungen ist und nun auf ihren dritten Durchgang wartet. Aber die Kameras orientieren sich in diesem Falle zum Kugelstoßen. Palchikov. Der Russe Palchikov. Starker Durchgang für ihn. Klar über 19 Meter. Also, es kann durchaus sein, dass der Titel hier erst bei 20 Metern vergeben wird. Und, tja, es ist eigentlich die erste Entscheidung. Es laufen zwar diejenigen im Kugelstoßen, im Weitspringen und im Mehrkampf,
aber sie wird als erste beendet werden. 3000 Meter der Damen mit einigen guten alten Bekannten. Zum Beispiel der Hallensprecher weist auf die große Holländerin im wahrsten Sinne des Wortes hin. Ellie van Hulst, 89, 90 Hallen-Europameisterin, Hallen-Weltmeisterin. Eine, die die Halle immer sehr, sehr bevorzugte, regelrecht liebte und die sich auch in diesem Jahr wieder qualifiziert hat. Freilich in einem Lauf. Na, zu dem komme ich dann ein bisschen später. Für Deutschland Christina May mit dabei. Der Schweizer und der österreichische Verband hat keine Starterin entsenden können. Da gibt es derzeit auch keine, die leistungsmäßig dazu in der Lage ist. Die 298, das ist ja sicher die Favoritin, kann man so sagen. Margoajata Kesek aus Rumänien, die Titelverteidigerin von Genua 1992, und auf sie trifft Ähnliches zu wie auf die Holländerin. Auch Kesek ist eine Athletin, die sich in der Halle sehr, sehr wohl fühlt. Und dann müsste man unbedingt auch die Britin Alison Wirth nennen mit der Startnummer 165, die möglicherweise daran interessiert sein dürfte, das Tempo so schnell wie möglich oder so hoch wie möglich zu halten. Das allerdings wäre vielleicht nicht, ja, Fehlstart über 3000 Meter. Also das geht in die Raritätenkiste ein. Das ist ganz was Seltenes. Und dafür haben wir Gelegenheit, Heike Drechsler zu schauen. Wird es der erste 7-Meter-Sprung? Das ist die Frage. Hat das Brett nicht optimal getroffen. Wie so oft kämpft sie jetzt ihren einsamen Kampf. 6,99 Meter. Damit scheint die Konkurrenz entschieden zu sein. Van Hulst an der dritten Position. Das ist eine Studie der Portugiesin, die WM-Zehnte über 10.000 Meter in einer glänzenden Zeit, 31,40, das hat etwas zu bedeuten über die 10 Kilometer. Aber Ellie hat keine Chance. Ellie fällt weit zurück, wird jetzt sogar überlaufen von Christina May. Und da ist sie raus. Wer ist rausgeschieden? Wer ist hier ausgeschieden? Das ist die zweite Portugiesin, Marina Bastos. Sieht der Spitzenreiterin ein bisschen ähnlich, aber keine Angst, das ist sie nicht. An der Spitze Fernando Ribeiro. Jetzt kommt Kesek. Noch 5 Runden. Tempo ist deutlich, deutlich schneller geworden. Gar keine Frage. Da hat man quasi 6 Sekunden aufgeholt. Jetzt geht es klar auf eine Zeit unter 9 Minuten zu. Und die hinten wissen natürlich, was die Glocke geschlagen hat. Sie dachten sich wohl, na, die Fernando Ribeiro wird schon noch klein beigeben. Das hält sie nicht durch. Aber keine Spur, keine Ermüdungserscheinung. Sie hält ihr Tempo, läuft ganz gleichmäßig. Und die drei dort hinten mühen sich redlich, kommen aber keinen Meter näher. Alison Wirth, dann Kesek und dann ist es Anna Pszczyszynska. Die deutsche Christina May hält sich nicht schlecht, versucht jetzt sogar die Lücke zu schließen, die entstanden ist zwischen den drei Verfolgerinnen und ja, dem Rest, dem total zersplitterten Feld. Das hat sich die Portugiesin nicht lange mit angesehen. Nach dem verbummelten ersten Kilometer ist sie resolut an die Spitze gegangen. Und wie die dort hinten zu knautschen haben, noch 3 Runden zu laufen. Noch 3 Runden zu laufen und das ist ein Vorsprung von gut 20 Metern, den die Portugiesin Fernanda Ribeiro herausgelaufen hat. 24 Jahre alt und da sieht man, was eine gute 10.000 Meter Läuferin auch für ein Stehvermögen über 3.000 Meter hat. Freilich so ungewöhnlich ist das nicht. Die Chinesinnen haben uns im vergangenen Jahr in der Hinsicht mehr als überzeugt. Sie hat noch 2 Runden und der Rest kommt überhaupt nicht näher. Aber die deutsche Christina May, die 31-Jährige, läuft ein glänzendes Rennen. Versucht jetzt sogar die Position 2 zu übernehmen. Das gelingt nicht ganz, weil Pszczyszynska und Kesek kontern.
aber es wird keine Titelverteidigung. Nicht ab, damit ist überhaupt nicht zu rechnen. Im Gegenteil, sie marschiert durch. Das wird wahrscheinlich sogar ein neuer Hausrekord werden, wenn sie so durchkommt. Glocke für die letzte Runde. 8:51. Super Lauf der Portugiesin. Sie bringt ein bisschen Bewegung, ein bisschen Feuer in die Bude. Hier in Paris-Bercy, im Palais Omnisport. Beherzter Lauf und jetzt der Kampf um die Positionen. Nicht zu sehen. Kesek, Brzezinska und Christina May. Aber vorn, Ehre wem Ehre gebührt. Der Europameistertitel steht fest. Fernando Ribeira geht ins Ziel mit neuer persönlicher Bestleistung. 8:50, 4:9. Super Lauf von ihr. Zweite wird Kessig, dann Brzezinska. Und vierte wird sehr gute vierte wird Christina May von der LG Olympia Dortmund. Na, das war doch was. Endlich mal kein taktisches Geplänkel, sondern resolutes Übernehmen des Geschehens. 2000 Meter ist sie allein gelaufen. Und wenn man da hochrechnet, darf man wohl erwarten, dass in Helsinki bei den Freilufteuropameisterschaften dann aber sicherlich über 10.000 Meter von ihr ein gewichtiges Wörtchen mitgesprochen wird, wenn es dann um den Titel geht. Denn da sind ja, das liegt auf der Hand, keine Chinesinnen dabei. Und da werden die Karten eh ganz neu gemischt. Aber auch ihr, der kleine...